Oh, ich finde das voll schön, diesen Glimmer. Glühwürmchen. Jetzt soll doch mal einer sagen, dass dieses Spiel keine schöne Atmosphäre hat. Wie romantisch. Ich glaube, du kannst da auch den Wasserfall hochklettern. Echt? Ja. Mhm. Ja. Tatsache. Ja. Darauf wäre ich nie gekommen. Oh, ich sehe nichts mehr mit Tingeln. Oh, noch in meine Richtung. Das stimmt gar nicht. Hast du mich dabei angeguckt? Das, er hat einen Pickel. Nicht ein Ohr. Oh, und hier leckt es auch ein bisschen aus der Nase. Er hat Mitesser, Pickel, Akne. Wie soll sie den Blöcken? Ich glaube, so. Ich muss sie erstmal angesehen. Warte mal, was so. Da müssen sie da runterkriegen, oder? Ne, ich glaube, da brauchen wir was anderes für. Ich glaube, wir können ihm noch nicht helfen. Tut mir leid. Da ist ein Schild. Ein Schild? Ja, da war glaube ich ein Schild. Da. Ach, da. Rote Waldapotheke. Paienus, Rote Waldapotheke. Hier war nochmal zu Paienus. Paienus. Kannst du noch Papaya nennen? Papaya. Kann ich da hoch? Hallo? Ja, A drücken. Mit Hüpfen. Stehst du mein Problem? Vielleicht ist der Paienus auch einfach noch nicht da. Vielleicht können wir noch nicht mit Paienus reden. Naja. Vielleicht müssen wir den erstmal von seinen Pickeln befreien. Ja, das kann natürlich sein. Er hat keine Pickel mehr, wir haben ihn befreit. Geh mal auf das Blatt da vor ihm vielleicht. Jetzt kriegt er wieder welche. Schön, dass wir die Katze ihn einfach nochmal sehen dürfen. Links Gesicht war auch wunderschön. Wir müssen ihn jetzt irgendwie befreien, glaube ich. Ich glaube, wir können das jetzt noch nicht. Wie sollen wir es denn dann machen? Ja, vielleicht brauchen wir ein neues Werkzeug, was wir quasi erst hier in dem Dungeon bekommen. Meine Valu mussten wir auch erst helfen, hätte uns auch von Anfang an, ne? Das Ding geben können. Ne, das hatte er ja gar nicht. Komori hat das ja. Ja, nochmal nur Diamant oder Ding. Das ist keine Fee. Ja, ich will sie trotzdem kaufen. Das Ding leuchtet so geil. Ja, das ist jetzt eine Leuchtflasche, glaube ich. Du kannst damit Licht machen. Du hast einen roten Dannenglühwürmchen in der Flasche gefangen. Ein mysteriöses Lebewesen, das ein merkwürdiges Licht ausstrahlt. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, wenn du die Flasche jetzt rausholen würdest, quasi macht das, ist das wie eine Taschenlampe. Ach so. Glaube ich. Bin mich aber jetzt auch nicht mehr so sicher. Gut, Ich glaube, wir müssen da hinten durch. Oder mal gucken, warum das da so blubbert. Hier wackelt auch mein Controller. Oh. Bist du? Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass das eigentlich immer noch, den anderen Stein hat ja die Kapitänin, also müsste ja. Das glaube ich noch Jennys Stimme sein. Obwohl da auch dieses komische Hey kommt. Vielleicht hat er einen Pirat von denen. Vorhin habe ich es auch dauernd gesprochen. Oder? Dann mach. Ja, du hast sie beim letzten Mal auch gesprochen. Link, was stehst du da so rum? Schnell, schlage diese ekligen Biester vom Dekubaum herunter. Hast du denn noch nie Äpfel vom Baum geschüttelt? Ah. Rot geschüttelt? Das ist glaube ich unser Hinweis gewesen. Dann schüttel mal rot. Dann schütteln wir mal den Dekubaum, der überhaupt gar nicht. Ja, ich glaube, du musst einfach nur gegenrollen dann, ne? Weil was anderes würde mir jetzt auch nicht einfallen. Ja, ist das dein Ernst? Tja, Marco. Are you serious? Das ist ein Pickel ausgedrückt. So ein Rundschlag. Ja. Die Viecher rasten aber ziemlich aus, ne? Ja. Weil in so einer Menge sind die dann doch unangenehm. Auf jeden Fall. Ja. What does a Deku say? Hatte. Grüße an Renchi. Was noch? Wie war das mit dem Vogel? Also, ich weiß es nicht. Wir müssen es nochmal angucken. Oh.
Das sieht so falsch aus. Wer macht den? Bitte entschuldige, es ist nur so, dass dein Gewand mich an vergangene Tage erinnert und ich mich der Sprache aus eben jenen Tagen bediente. Erinnert mich an diesen Bäumen aus. Ich bin der Schutzgott dieses Waldes, der Dekubaum. Ich danke dir, dass du mich von diesen Plagegeistern erlöst hast. Übrigens denke ich beim Dekubaum immer an irgendwas Weibliches, weil ich die Gameboy-Spiele jetzt erst gespielt habe, hier Ocarina of... wie heißt es, A Link to the Past? Nein. Nee, heißt es Ocarina of... Nee, wie heißt das? Of Seasons und of... Ja. Ich hab's oben liegen, aber ich hab jetzt doch keinen Bock, es rauszusuchen. Oben? Da, oben bei den Gameboy-Spielen. Achso. Of Seasons und of Ages, wie heißt denn das? Oracle of Ages und Oracle of Seasons, glaube ich. Okay. Diese rote und blaue Version von Game of Color. Und da waren der Dekubaum weiblich. Die müssen wir ja fast let's playen. Ich danke dir, dass du mich von diesen... Also das hatten wir schon. Sage mir, derjenige, der dich hierher geführt hat, ist nicht zufällig ein sprechendes Boot namens Roter Leuenkönig. Das Witzige ist einfach, es spricht ein Baum zu mir und fragt mich nach einem sprechenden Boot. Ich glaube, wäre ich da, würde ich denken, ich habe irgendwas Falsches genommen. Vielleicht haben wir auch was Falsches genommen. Das dachte ich mir. Dann benötigst du also den roten Demon der roten Göttin, nicht wahr? Göttingen. Ich verstehe. Damit ist auch das Rätsel um all die Monster geklärt, die vor einiger Zeit hier aufgetaucht sind und die Wälder unsicher machen. Dieser schändliche Ganon ist demnach wieder auferstanden. Den ich nicht kenne. Eile geboten. Du bist übelst voller Katzen haben. Krox, Kinder des Waldes. Dieser Junge ist nicht euer Feind. Seid unbesorgt und zeigt euch. Hi. Hello. Bei mir erinnern die mich so ein bisschen an die Pikmin. Ja. Mich an die Kinder. Oh, ist das schön. Wer spricht die jetzt? Er. Die Kleine kannst du machen. Die Kleine, dann mach du die mal. Die hat bestimmt so eine quietschige Stimme. Leute, dein Name, mein Junge. Das ist doch kein Sinn. Link, darf... Das ist gar nicht. Das ist doch der Dekubaum. Link, darf ich dir die Crocs vorstellen? Sie sind ein Volk von Waldgeistern. Drück mal A. Drück mal A. Ursprünglich waren sie Menschen, aber die langen, langen Jahre des Lebens umgeben vom Meer haben sie ihre jetzige Gestalt entwickeln lassen. Die Menschen haben Angst vor ihnen wegen ihres Aussehens, aber in meinen Augen sind sie alle liebe, brave Kinder. Wie gewohnt wollten wir gerade alle zusammen unsere alljährliche Zeremonie abhalten. Oh, ist eine Ziege geschlachtet. Den roten Demon, den du benötigst, will ich dir nach der Zeremonie aushändigen. Du musst eine Ziege schlachten. Aber wenn wir uns jetzt nicht mit der Zeremonie beeilen, dann geschieht noch ein Unglück. Nun denn, sind alle bereit, wollen wir beginnen. Das ist so. Ah. Die will ich nicht sprechen. Doch. Dekubaum! Das klingt wie Tingel. Furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Makaron? Makaros ist. Wer ist Makaros? Der gerade runtergeflogen ist. Was ist geschehen, Tilius? Du und Makaros, ihr kommt aber auch immer zu spät. Aber nein. Dekubaum. Achso, bist du. Warum gibt's da keinen Namen davor? Es ist halt. Marco hat dich gerade ganz böse angeguckt. Wegen Marco? Was? Ja, hallo witzig. Marco. Nein, das finde ich nicht so witzig. Ja, nicht jetzt so. Nein. Du bist auch. Aber nein, Dekubaum. Marco ist in den roten, verbotenen Hain gestürzt. Was sagst du da? Den roten, verbotenen Hain? Nein. Mit dir hier. Ich habe ihm doch gesagt, er soll vorsichtig sein. Aber Markus. Achso. Oh Mann!
Er will doch keine Zeit, der gerade spricht, ne? Der redet einfach mal. Mach. Ich bin professionell. Ja, ja, ganz, ganz professionell. Ich habe ihm noch gesagt, er soll vorsichtig sein, aber Markus. Da ist kein R. Es gibt keinen Grund, das so auszusprechen. Jetzt mach! Er will nicht für die Rune, aber oberhalb der Boden ein Finger sein, Abkürzung. Immer dieser Markus. Link, du hast es ja gehört. Der verbotene Hain liegt rot gleich neben diesem Wald. Es ist ein unheimlicher Ort, an dem sich schreckliche Monster niedergelassen haben. Und dort ist mein kleiner roter Markus abgestürzt und wird jetzt bestimmt von ihnen gefangen gehalten. Du wurdest vom roten Leuenkönig hierher geführt. Der Rote. Dürfte ich dich wohl darum bitten, meinen kleinen Markus zu retten? Dekubaum, Menschen können aber nicht fliegen. Du hast recht. Vom Meer aus kommt man dort wohl nicht hin. Link, du scheinst mir zwar schwerer zu sein als die Crocs, aber es muss funktionieren. Der Dekubaum hat gerade gesagt, wir sind fett. Ja. Das lasse ich mich nicht auf mir sitzen, Dekubaum. Viel Spaß. Rot, benutze den roten Gegenstand, den ich dir gebe, und fliege damit durch die Lüfte. Jetzt kackt er da was aus. Boah, guck es dir an, Alter. Das holt er ganz tief aus sich heraus. Oha! Jetzt müssen wir es auch selber holen, ne? Ja. Alter, ist er gerade gekommen? Ho! Also dann, Link, klettere bis hinauf über meinen Kopf und hole dir das rote Blatt. Ja, über den Kopf klettern. Hm. Hättest du wohl gerne, Schätzchen. Wir sind professionell. Was? Ja, wir sind immer professionell. Sehen deine Haare noch gut aus? Wunderbar, wunderbar. Nicht mehr nass. Ja. Wie soll ich da hoch? Achso. Du musst da, glaube ich, jetzt diese Dinger... Da, jetzt musst du da in die Blume reinspringen. Spring in die Blume, spring in die... Nein, da ist eine... Nein, nein, zurück. Da ist eine Blume reinspringen. Ja. Jetzt kannst du mit dem Ding zielen. Falsch gezielt. Wie kann ich denn drehen? Du kannst dich drehen. Ah. Du musst jetzt damit auf die nächste Blume. Weiter. Da, du siehst doch deinen Stiel. Dahin musst du jetzt als nächstes. Ah, jetzt hab's gerade. Und jetzt nach vorne, quasi. Ja, und jetzt weiter, immer weiter. Das ist ganz witzig irgendwie. Ah. Das ist aber gar nicht mal so einfach. Lauf ich? Ich versuch's aber. Tja, du wirst immer unser Tingelsklave bleiben. Ja. Ich will nicht mehr Tingles, glaube ich, ein. Moment, komm mal bitte. Das ist kein Fall. Steht hier. Komm mal bitte. Komm mal bitte. Okay. Hey. Nein, er ist auf den Baum drauf oben. Er ist auf dem Baum. Hätte ich jetzt aber auch erkannt. Und jetzt da vorne weiter. Hä? Da, mit dem Greifhaken über dir. Aber selbstverständlich, Marco. Kurus. Peter. Markus. Markus Peter Pan. Ja, extra für dieses Let's Play. Ich meine, ich könnte mir jetzt eine Google Plus Seite erstellen, die so heißt, aber dann kriege ich vermutlich Stress mit Nintendo wegen irgendwelchen Rechten. Oh, Alter, das ist das Rätsel. Wenn du jetzt nämlich einmal runter. Was ist das überhaupt für eine Aktion? Warum schüttelt er sich das nicht? Aber du hast du gesehen, wir haben Leben verloren. Ja. Also es gibt doch Fallschaden. Kann dich der dich wieder hochbringen? Ja, versuch mal, red mal mit ihm. Ich glaube nämlich, dass immer dieser Zwischenstand immer so ein Safe quasi ist. Mit Hilfe der roten Dekubblätter können wir durch die Lüfte fliegen. Wir wiegen ja nicht allzu viel, aber du scheinst mir etwas schwerer zu sein, werter Freund. Nun ja, wird schon klappen. Ja, oder er hilft uns auch noch. Doch nicht. Doch, Maggie. Was denn? Wir haben keine Cola. Das stimmt. Wo ist denn der Anfang? Die Cola gibt es hier um die Ecke, wenn du willst. Um die Ecke? Ja, einfach rechts rum mit der Bücherregal. Rechts rum? Ja. Hinterm Japan-Regal. Genau. Japan. Beides. Ja, wie dreh ich mich denn? Also aber nur Mezzo, ne? Wie dreh ich mich denn? Achso, dreh ich mich. Okay. In der Küche voll Hottentotten. Was haben wir? Hottentotten ist an der Küche.
Na, war gut, ne? War super. Wie benutze ich denn jetzt den Greifhaken? Mit X. Wonder, nice. Deine Katzen haben gerade versucht, sich mit deinem Salat zu paaren. So sah es zumindest aus. Und jetzt muss ich wieder X drücken? Ja. Ja. Muss ich auch nicht. Jetzt weißt du es. Jetzt haben wir es dir erklärt. Geh daneben. Wie drehe ich mit? Ja, gedrückt halten, anhalten. Dominik, was denn? Du musst mir da mal eine Flasche geben. Wie drehe ich mich denn jetzt weiter? Ja, gedrückt halten und drehen. Ah. Das wusstest du auch schon. Nein! Was soll ich das denn wissen? Bevor ihr euch fragt, warum ich noch flüster, einfach weil es cool kommt gerade. Er schneidet es dann raus. Nein. Ist aber trotzdem eigentlich relativ laut und deutlich noch auf der Aufnahme zu sehen. Ja, es ist so. Ja, es ist ja dieses, ich hasse das, wenn Menschen laut versuchen zu oder laut flüstern. Also kannst dir das Flüstern auch sparen. Ja. So laut flüstern, dass jeder mithören kann. Ja. Was ist das eigentlich für eine Scheißaktion? Der kann uns das Ding einfach runtergeben. Mir ist langweilig. Hast du nicht gesehen, dass er erstmal kommen musste? Der ist jetzt quasi kaputt. Postorgasmisch. Er kann jetzt gar nichts mehr. Ist out of order. Postorgasmisch. Na? Komm schon, gib zu, das war super. Ich hätte jetzt gelacht, wenn sie jetzt runtergefallen wäre in dem Moment noch. Kurz bevor es das Item kriegt. Außerdem ist es eine Pflanzensache. Ich meine, kein Wunder, dass du da als Frau besser bist. Du hast das rote Dekoblatt gefunden. Lege es mit YZX und wirbel deine Umwelt kräftig auf. Benutzt du es im Sprung, kannst du mit Hilfe deiner roten magischen Energie durch die Lüfte gleiten. Tja. Du musst dabei lediglich auf die Windrichtung achten. Was? Du hast gerade so böse geguckt. Wegen der Braunsache.